Im Bundestag wurde heute gegen eine Impfpflicht gestimmt, aber auch gegen keine Impfpflicht. Alleine dieser Satz verdeutlicht, wie bemerkenswert und turbulent es zuging. Auch eine Niederlage für Kanzler Scholz, der die Einführung einer Impfpflicht versprochen hatte. Monatelange, komplexe Diskussionen gingen den verschiedenen Vorschlägen voraus. Vier Modelle standen zur Wahl. Aus Reihen der Ampel eine Impfpflicht für über 60-Jährige. Das wurde abgelehnt, genauso wie der Antrag der Union, erst ein Impfregister einzuführen und später über eine Impfpflicht dann zu entscheiden. Der Vorschlag von FDP-Vize Kubicki, der eine Impfpflicht ablehnt, fiel genauso durch wie der von der AfD, auch die Impfpflicht im Gesundheitswesen wieder abzuschaffen. Also viermal Nein. Und jetzt? Andreas Huppert fasst es zusammen. Mit Ja haben gestimmt 296. Die Schadenfreude bei der AfD riesengroß, die Enttäuschung bei denen, die die Impfpflicht ab 60 wollten, ebenso. Der Bundestag sagt Nein zu einer allgemeinen Impfpflicht. Eine Klatsche auch für den Bundeskanzler und seinen Gesundheitsminister, hatten doch beide im Zuge der Corona-Bekämpfung darauf gesetzt. Schuldzuweisungen sind fehl am Platz. Wir müssen hier zusammenrücken. Gespräche müssen geführt werden ohne Vorbehalte. Wir müssen versuchen, jetzt in den nächsten Wochen doch noch einen Neuanfang für die allgemeine Impfpflicht zu schaffen. Niederlage auch für viele Grüne. Sie schieben das Scheitern der Union in die Schuhe. CDU, CSU würden Parteipolitik über den Schutz der Bevölkerung stellen. Wir haben eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Eine wirklich schwerwiegende Entscheidung zu treffen. Für die Menschen im Land und für eine vorausschauende Pandemiebekämpfung. Von wegen schimpft die Union, anstatt ihren Antrag, eine Impfpflicht nur bei besonders schwerer Epidemielage einzuführen, abzulehnen, hätte die Ampel zustimmen müssen. Wenn man für den eigenen Vorschlag keine Mehrheit findet, aber ein anderer Vorschlag auf dem Tisch liegt, der dem offensichtlich doch ziemlich nahe zu kommen scheint, dann muss man dem zustimmen. Das hat die Ampel aus politischen Gründen nicht gemacht. Überhaupt ist es heute nicht der Tag für Anträge. Auch der von Wolfgang Kubicki und anderen, eine allgemeine Impfpflicht grundsätzlich abzulehnen, fällt durch, aller Appelle zum Trotz. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Staates, erwachsene Menschen gegen ihren Willen zum Selbstschutz zu zwingen. Und die AfD? Sie scheitert mit dem Versuch, die bereits geltende Impfpflicht in der Pflege und in Krankenhäusern wieder zu kippen und sieht gar die Verfassung in Gefahr. Die Impfpflicht ist nicht nur radikal verfassungsfeindlich, sie ist eine totalitäre Anmaßung, eine Entwürdigung des Individuums. Vier Anträge, alle gescheitert. In Sachen allgemeiner Impfpflicht steht alles wieder bei Null. Da war was los im Bundestag. Shakuntala Banerjee in Berlin, alles in allem eine denkwürdige Abstimmung. Welches Signal geht von diesem Ergebnis aus? Also für die wichtigsten Beteiligten auf jeden Fall kein schmeichelhaftes, denn sowohl Union als auch Ampel, die Ampelparteien, haben im eigenen Interesse taktisch agiert. Die Ampel wusste von vornherein, dass sie für eine Impfpflicht keine eigene Mehrheit hat und wollte das mit einem parteiübergreifenden Verfahren gerne verdecken. Die Union hat das nicht mitgemacht, hat die Gelegenheit genutzt, an dieser Stelle und gerade heute vorzuführen, dass es diese eigene Ampelmehrheit nicht gab, und ein möglicher Kompromiss ist dabei unter die Räder gekommen. Die Frage ist, wie kann es jetzt weitergehen? Es gab ja schon ein Angebot, erneut zu verhandeln von der Union. Und auch der Bundesgesundheitsminister hat gesagt, man muss auf einen Neustart zusteuern. Das ist allerdings nach diesem Tag schwer vorstellbar. Und das, was vor allem hängen bleibt, ist, dass beide Seiten die Impfpflicht offenbar momentan nicht als so wichtig ansehen, dass sie die Parteipolitik hinten anstellen. Das geht jetzt mit beiden Parteien, mit beiden Blöcken nach Hause. Danke für die Einschätzung, Shakuntala, nach Berlin.